Alten Geräte irgendwie cool. Du gibst irgendwas ein und löscht das Ganze. What? So, und das, was ihr jetzt im Hintergrund gehört habt, ist jetzt nicht irgendwie ein Knister einfach nur oder irgendwie ein Feuerwerk. Nein, das ist ein abgebrannter Kondensator. Den habe ich dann ausgetauscht, das seht ihr jetzt gleich im Video. Bei dem ist es nicht geblieben, dann ist noch einer kaputt gegangen. Ja. Und später ist noch einer in dem Gerät unter dem Xerox-PC kaputt gegangen. Wir reparieren heute an diesem Xerox den Funkentstörkondensator. Und dazu schrauben wir den hier oben auf. Nehmen wir das Gehäuse ab. Hier sind nur zwei Schrauben. Drehen das Teil. Entfernen das da. Stecken den da unten ab. Schrauben die vier Schrauben hinten raus. Entnehmen das Netzteil. Stecken das Netzteil ab, also den Eingang vom Netzteil, schrauben die Erdung weg und gucken uns erstmal den Schaden an. Der sieht gut aus, der hier nicht. Der ist schön aufgebläht, explodiert, verbrannt. Wenn das Gerät jetzt gerade vom Netz genommen wäre, dann würde, fasse ich hier nicht ran, weil irgendwo kann noch Spannung sein. Das hat schön geraucht und schön gebrannt. Das ist ein Metallpapierkondensator 0,22 Mikrofarad. Da haben wir jetzt Ersatz hier. Die neuere Variante hatte ich noch rumliegen, weil so einer kostet ansonsten 3 Euro. Ja, warum ausgeben, wenn man denn was da hat? Jetzt tauschen wir das Teil aus und gucken, ob das Ding wieder läuft. Alle anderen Kondensatoren sehen okay aus. Nicht irgendwas aufgebläht oder so. Cool. Denn das Ding ist schon ein paar Jährchen alt. Da sind neuere Netzteile oder Mainboards oder sonst was schneller kaputt. Gefällt mir. Löten wir mal. So, jetzt bauen wir die Platine, die wir repariert haben, wieder ein. Was riecht denn hier so weihnachtlich? Oh. Meine Hose brennt ein bisschen. So, Moment der Wahrheit. Der neue Kondensator ist drin. Angeschlossen ist auch alles wichtig immer, wenn ihr Elektrogeräte repariert, immer offen laufen lassen, dass wenn ihr einen Schlag kriegt, dass ihr ihn richtig kriegt. Darauf steht auch High Voltage und so, weil das überhaupt nicht gefährlich ist. Nein, Quatsch. Eigentlich Deckel drauf, aber wir wollen wissen, ob das Ding jetzt brennt. Demnach. Das sieht schon mal gut aus. Soweit sind wir letztes Mal aber auch gekommen. Jetzt schauen wir erstmal, ob irgendwas hier Anstalten macht, kaputt zu gehen. Ich höre keine Geräusche, ich höre kein Knacken. Das sieht soweit gut aus. Übrigens, das ist auch interessant aufgepinnt. Die Leitung ist anscheinend nachgerüstet. Die habe ich jetzt einfach mal hier isoliert reingelegt, weil ich die nicht nach innen, nach hinten rausführen will, weil die einfach hier drüber geht und scheuert. Ich will die aber auch nicht abziehen, weil die kriege ich nie wieder richtig aufgepinnt. Naja, dann sage ich mal, naja, besser als vorher. Steuerung, das da? Wo ist Escape? Da drüben. Ich brauche beide Hände. Ah, das sieht schon mal gut aus. Was ist jetzt hochgegangen? Ach Mann. Ich habe keine Lust mehr. Das ist doch alles blöd. Letzte Chance. Der brutzelt schon wieder. Wer brutzelt genau? Ah. Der andere Kondensator. Und ja, so testet man solche Geräte. Man schaltet sie einfach an, bis sie irgendwann brennen. Ich muss mal lüften. Er geht noch, ne? Aber... man den Rauch. Gut, dass es keine Geruchsvideos gibt. Jetzt nebelt das Ding nach ungefähr 5 Minuten. Aber der hier nach wie vor läuft. Ach ja. Ach ja, der sieht man auskennen. Ist das hier normal, wenn ich Kontrast verstelle bzw. Helligkeit verstelle?
dass das hier so komisch erst ist. Und erst wenn es feststeht, dann diese Streifen verschwinden. Ja, und was lernen wir daraus? Wenn man irgendwo Metallpapierkondensatoren austauscht, dann sollte man vielleicht gleich alle austauschen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und denkt dran, Hochspannung, also Finger weg, wenn ihr nicht wisst, was ihr tut.